begrüßen und kurz einleiten. Wir treffen uns jetzt heute schon zum dritten Mal und es geht uns allen darum, dass wir uns Gedanken machen aufgrund des Wachstums in unserer Region im Bereich Wohnen und Gewerbe. Das, glaube ich, ist unstrittig und auch sichtbar. Und wir machen uns da jetzt Gedanken darüber, wie wir das verkehrsmäßig hinbekommen. Und unser gemeinsames Ziel ist, dass man, und das zeigt da die Anwesenheit der Bürgermeister, dass wir mal keine Kirchturmpolitik in erster Linie machen wollen, auch wenn wir immer wieder in die Verlegenheit kommen, sondern dass wir versuchen, einmal einen überregionalen Blick auf unsere Gemeinden zu bekommen. Und das Ganze hat seine Vorgeschichte, die wird der Bürgermeister Flick kurz erläutern und dann stehen wir für Fragen zur Verfügung. Also unser Ziel ist, gemeinsam unsere Verkehrssituation aufgrund der Herausforderungen mal neutral zu betrachten und daraus entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Unser Gemeinderat wurde bereits zum Teil wenigstens informiert und alles, was jetzt passiert, wird natürlich eng mit dem Gemeinderat abgestimmt. Jetzt würde ich den Bürgermeister aus Plieningen, Herrn Frick, bitten, dass er das Ganze mal hier in kurz erläutert. Das ist jetzt natürlich schön. Im Grunde genommen ist das alles so gesagt, wie du gesagt hast, vielleicht zur Historie noch ausschlaggebend war die von der Gemeinde Plining geplante Umgehungsstraße. Also die bei Kirchheim, da wo die Tennisplätze sind, durchgehen sollte, dann zwischen Plining langsam verlaufen und dann wieder auf die Staatsstraße zwischen Plining und Neufinzing kommen sollte. Wir haben es da mal gestoppt, weil es sollte ja weitergehen bis zur FDO, aber das ist dann wieder eine andere Hausnummer. Da haben wir ja jahrelang auch mein Vorgänger, diesen Vertreter, ich habe 12 Jahre Gespräche geführt und gemacht und kamen ja bei der Regierung mit diesem Ausbau, im bayerischen Straßenausbau, in die erste Priorität. Das haben wir geschafft, aber nur erste Reserve. Und das heißt, vor 2020 ist nichts. Das war dann ein Rückschlag für uns. Wir haben uns dann getroffen. Es war auch so, dass die Gemeinde Polen, Albert sagt immer, wir haben ja nichts gegen eure, und zwar ist das vom Gemeinderat gegen eure Umgehungsstraße, aber die ist ein bisschen nah an unserem Gemeindegebiet und mit der Anbindung, das wollen wir auch nicht. Das aber für uns jetzt in Plining wichtig wäre, weil der Polen vom Polen Nord abfließen könnte. So unser Ding nicht, dass immer nach Polen Nord reinfährt und es zumacht mit Verkehr, sondern der Abfluss war unser Gedanke, weil sonst Ottersberg und Gelting im Grunde genommen nicht entlastet wäre, wenn die so gekommen wäre. Und das andere war dann mit dem Kollegen Bölkel, wo wir geredet haben, der sagt, ja, ist in Ordnung, das wird schon passen, aber das geht ja auf dieses Kirchheimer Ei zu, das ist jetzt schon überlastet und wenn dann der gebündelte Verkehr, wenn eine Umgehungsstraße käme, da hinkommt, dann ist es total voll. Also das waren die zwei Dinge, die nicht stattgefunden haben. Ich habe dann auch mit dem neuen Leiter Straßenbahn Rosenheim mit dem Herrn Rehm gesprochen und da kam ganz einfach raus, dass für uns, weil das wussten wir auch nicht so genau, warum macht die Straßenbahn Rosenheim nicht weiter, im Grunde genommen ein Planungsverbot haben. Das kam klipp und klar raus, weil erst die Reserve vor 2020 gar nicht dran zu denken. Dann haben wir uns einmal getroffen bei uns im Rathaus und haben gesagt, Leute, wie können wir denn das einmal angehen? Und das war das erste Gespräch, wo wir so draufgekommen sind, wir müssen einmal die Kirchturmpolitik weglassen, müssen einmal alle Gemeinden mit ins Boot nehmen, was könnte man denn in unserer Region, da im Osten oder Nordosten, wie auch immer, wo man sieht, tun oder was könnte die bayerische Staatsregierung tun für unsere Bevölkerung. Nur um das geht's. Und so sind diese Treffen zustande gekommen und jetzt sind wir mittlerweile 10 Gemeinden, die da mitmachen. Es sind 3 Landkreise, also wir denken ein Landkreis übergreifend und 2 Straßenbeamte, nämlich Rosenheim und Freising. Und das sind jetzt die beiden Gespräche jetzt hier, das war das Intensive. Und jetzt geht es halt weiter, dass man mal sagt, wir müssten jetzt, wenn wir so weit sind, was ich jetzt so unter Albert genauso und der Max sehen, im Grunde genommen einmal einen Verkehrsplaner beauftragen. Wenn wir den Verkehrsplaner haben, wir müssen dann Gespräche mit den Landräten führen und wir müssen dann natürlich auch Gemeinderatsbeschlüsse herbeiführen, wie es weitergehen soll, dass wir alle in einer Linie fahren. Und wichtig für uns, glaube ich, alle ist, dass wir völlig wertfrei sind und sagen, ich mache nur mit wenn, sondern dass wir dabei sind und wirklich einmal einen neutralen, den wir dann aussuchen, Verkehrsplaner drüber schauen lassen, was könnte denn in der Planung rausschauen, das unseren Bürgern in allen unseren Gemeinden helfen wird.
Das ist, glaube ich, so eine Kurzzusammenfassung von dem, was uns bewogen hat, die so zu machen, wie wir jetzt benannt sind. Genau, ein gemeinsames Problem mit dem Ziel, es gemeinsam zu lösen, ohne dass man gleich von Anfang an Vorbehalte mit einbringt. Und jeder erklärt oder hat bereits erklärt, dass seine Gemeinde wachsen wird, mehr oder weniger in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Also wenn ich nur auf Polen schaue, wir werden die nächsten 20 Jahre noch um einige tausend Leute wachsen. Und man muss in dem Zusammenhang einfach die Verkehrssituation im Auge haben und auch die Nachbarschaft. Und ich finde es gut, dass wir uns heute so getroffen haben und dass wir über gute Nachbarschaft reden, wohl wissend, dass alles natürlich nicht so einfach ist. Das ist mir klar. Und ja, jetzt das ist die Möglichkeit, dass dieses Wachstum vielleicht noch ergänzen, Albert, auf einmal übergreifend sind, aber jetzt gerade bei uns in der Region, der Landkreis Ebersberg, das weiß ja mittlerweile jeder, dieses Wachstum 2030 mit 17,5%, das ist zum Beispiel, da war ich auch überrascht, auch für die, wer das gesagt hat, auch für die Gemeinde Plining. Jetzt haben wir nicht so viele Einwohner wie Poing. Bei Poing ist es ja klar mit dem Wachstum. Also in unserem Bereich hier oben ist das schon sehr, sehr viel. Und dann haben wir die angrenzenden, Mark Schwaben hat viele Einwohner. Wenn ich jetzt an den Landkreis München gehe, Kirchheim, Heimstetten, also da hängt schon viel, viel dran. Und es ist ja nicht nur die Einwohnerzahl, sondern auch Gewerbe. Gewerbe ist ja bei uns wichtig. Das ist auch eine wichtige Einnahmequelle. Also man kann nicht nur sagen, wir bauen, wir sind für Senioren, wir Kinder, für Familien da. Wir brauchen auch die Einnahmen. Und damit haben viele Gemeinden auch in unserem Bereich Gewerbegebiet. Und das führt nicht alles zu weniger Verkehr, sondern zu viel, viel mehr Verkehr. Und das ist ja sicherlich, da sind wir uns, glaube ich, alle im klaren Langzeitprojekt, das wir jetzt da anschieben wollen. Bitte. Sie haben vorhin von 10 Gemeinden gesprochen, jetzt sehe ich einen neuen Bürgermeister. Der Herr Klaushauser hat sich entschuldigt, der ist telefonisch mit uns in Verbindung. Das ist eine Telefonkonferenz. Das ist kein Schwindel, das ist so. Er ist schon dabei. Dann wird es interessant, was jeder einzelne Bürgermeister für Hoffnungen mit dem Projekt verbindet. Also welche Verkehrsprojekte gelöst werden sollten könnten mit der Zusammenarbeit oder angegangen werden. Ja, die Hoffnung ist ganz klar, dass wir eine entspannte Lösung finden, wie man den Verkehr ein bisschen kanalisieren kann, dass der Verkehr, den wir jetzt zunehmend als sehr belastend in unseren Gemeinden erleben, dass wir den durch eine Wunderidee irgendwo auflösen. Aber das werde ich gerne noch weiterhin, weil wir Verkehr und die Gemeinde ist, die am Ende, am nächsten vor der Landeshauptstadt München ist, das ja gerade aus dem Osten das Ziel von vielen motorisierten Individualverkehr ist. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr ertüchtigen, wo es noch gerade geht, dass wir auch, wenn natürlich jetzt nicht jeder, der in der Hypobank drin einen gehobenen Posten und mit dem Radl zur Arbeit fahren wird, trotzdem halte ich es für eine sehr wichtige Idee, den Fahrradverkehr einfach zu ertüchtigen und wie gesagt, S-Bahn ertüchtigen, öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen, um möglichst viele vom Auto wegzulocken, die unsere Autobahnen, die unsere Stadtstraßen ja, verstopfen. Und das, denke ich, sagst du sicherlich richtig, das wird im Prinzip dramatisch weitergehen die nächsten Jahre. Der Zuzug ist jedem bekannt mit dem Bayerischen Wohnbaupakt. Auf der anderen Seite werden die Wohnungen dringend benötigt und jede Gemeinde mit den großen Förderungen steht jetzt in den Startlöchern und baut Wohnungen, was wiederum Zuzug, mehr Einwohner herzieht, die alle halt mindestens ein, zwei Auto haben. Also die Entwicklung ist dramatisch. Also ÖPNV ist ja auch ein Teil von dem Konzept. Nur weil man jetzt von Umgehungsstraßen und so weiter geredet haben oder der Ausbau der bestehenden, das kam ja mit den Fachbehörden das letzte Mal auch rüber, dass das forciert werden muss, das war ja jetzt nur ein kleiner Teil mit dieser, oder die Einleitung mit unserer Umgehungsstraße, die war. Und ein Punkt vielleicht noch, ich glaube, wir sind uns alle auch einer Meinung, dass 10 Gemeinden mehr Gewicht haben, auch bei unserer bayerischen Staatsregierung,
um was für unsere Bevölkerung in unseren Ortschaften zu tun, als wenn eine Gemeinde immer kommt. Und deswegen ist die Idee der Gemeinsamkeit auch so, das war ein Grund auch mit. Und wenn man jetzt mal nur den Landkreis Ebersberg nimmt, wir haben das letzte Mal eine kleine Überschlagsregelung gemacht, nur der Norden oder ja, der Nordwesten wird in 2030 in der Größenordnung von 70.000 Einwohnern liegen, nur der Landkreis Ebersberg. Und jetzt kommt eben Aschheim und Kirchheim und Feldkirchen und so weiter dazu, dann kommt rüber nach Finzing, das alles dazu. Es ist eine Ballung von, ja, von 120.000, 130.000 Einwohnern. Und unsere Gemeinden sind auf diese Größenordnung von Verkehr ja nie ausgelegt worden. Hat ja keiner daran gedacht, dass das mal in dieser Größenordnung kommen wird. Und so sieht man es auch, jedenfalls bei uns in Marktschwaben ist es ganz deutlich, aber man sieht es auch weiter unten im Süden Ebersberg. Die Gemeinden selbst können diesen Durchstrom von Verkehr einfach überhaupt nicht mehr verkraften. Wir hatten den, auf der einen Seite den Vorteil durch die FTO, dass dann eben der Verkehr von der Autobahn von Ansing kommt, über die Ebersberger Straße früher reinkam und die Geldinger Straße etwas entlastender war. Wir haben es heute genau umgekehrt, die Ebersberger ist etwas entlasteter, aber dafür kommen sie jetzt alle über die Geldinger Straße rein. Und das hat damit zu tun, dass eben der Verkehrsstrom nach Isen und Erding dadurch, durch die FTO, bei uns nur die Verlagerung hat, von welcher Richtung man bis nach Schwaben durchfährt. Und für uns ist es wichtig, dass in irgendeiner Form das gelöst wird, dass dieser Verkehr eben nicht durch Marktschwaben muss. Und bei ÖPNV und so weiter, wir haben es letzte Mal auch angesprochen, Themen wie ja, Share, also sprich Autoteiler, Carsharing und so weiter, ist etwas, was irgendwie viel mehr aus der Taufe gehoben werden muss. Und dann auch das Thema auf Autobahnen, in den USA kennt man es, bei uns kennt man es noch nicht, dass eben nicht in jedem Auto eine Person sitzt, sondern dass auf der linken Spur möglicherweise auch dann nur Fahrzeuge fahren dürfen in der Rush-Hour, wenn eben mindestens zwei oder drei Personen drin sitzen. Also es sind einfach nur Verkehrslenkungsmittel, man könnte es als Bevormundung sehen, aber es ist ein Steuerungsinstrument, damit man eben wirklich den Verkehr auch lenken kann. Frau Stetten, da hängen mit dran an dem ganzen Geschehen Richtung Haar, Richtung Feldkirchen, auch Richtung Köln. Fließt ein starker Berufsverkehr, andersrum genauso wieder. Und wenn man da was ändern möchte, dann muss Vaterstädten mit dabei sein. Ich glaube, es ist uns alle bewusst, zumindest die Bürgermeister bewusst, dass das nicht einfach ist, 10 Gemeinden und dann Hauptbringer. Uns ist aber bewusst, dass unser Verkehrsplanung für unsere Ortschaft oder für unsere Kommune nicht an der Gemeindegrenze aufhört. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, wir müssen eigentlich, oder wir machen das wahrscheinlich auch, dass man eben die Kontakte abnimmt zu den Landratsämtern, zu den Fachleuten und dann einfach einmal, ich sage einfach, einmal ein bisschen ein Konzept haben, was können wir drüber reden. Und dann müssen die Gemeinden immer schauen, wie kommen wir zusammen. Wir müssen einen Konsens finden oder wollen einen Konsens finden, dass keine Gemeinde zu stark belastet ist und der andere gar nichts hat und jeder schiebt es weiter. Also das muss jedem bewusst sein, das ist klar, ist auch jedem bewusst, dass es nur miteinander geht. Der Kollege Frick hat es ja gesagt, 10 Gemeinden haben mehr Gewicht, aber 10 Gemeinden ist auch schwieriger, hernach das Ergebnis zu finden. Das Einzige hat das Problem mit der Autobahn, mit der A94, wenn die ein bisschen ein Stau ist, dann wird ausgehört, das gleiche wird von Stilling haben. Also da haben wir dann parallel zum A94-Verkehr. Und ich glaube, das Problem ist, du hast zuerst einmal gesagt, oder wann eben mit der Ausbau von den Autobahnen, wir haben den Flaschenhals in Minna.
Im Verkehr. Oder im Verkehr, das ganze klar, irgendwo geht es dann. Und dann müssen wir weiter ausbauen, wenn wir weiter ausbauen. Ja, wenn wir weiter ausbauen, irgendwo geht es wieder zusammen. Ist ja eine ganz schwierige Sache, aber wir stellen uns und ich glaube, da ist jeder dabei. Aber ich hoffe, dass der Referent jetzt stark ist, dass jeder Mann wird das, der sagt, doch den wohl scharf und billig Ding drin. Also ich denke, das beste Beispiel war ja auch, wie der Roland eingangs ausgeführt hat, der Gedanke damals mit eurer Umgehungsstraße, wo wir ja viele Gespräche geführt haben und wo ich persönlich auch gesehen habe, die Umgehungsstraße des einen, sage ich mal, ist die Durchgangsstraße des anderen dann plötzlich wieder. Und um das einmal zusammenzuführen und da intelligente Lösungen zu finden, haben wir zu 10 gesagt, wir stimmen das jetzt vernünftig miteinander ab und sprechen auch entsprechend dann mit den beteiligten Behörden. Und unterm Strich ist das sicher ganz wichtig, wie der Werner von der Weg gesagt hat, dass wir die bestehenden Verkehrsprobleme oder die noch auf uns zukommen werden, ganz sicher nicht auf der Straße lösen können, sondern wir brauchen unbedingt die Schiene auch dazu. Das heißt also ganz dringend den 10-Minuten-Takt auf möglichst allen S-Bahn-Außenästen, da sind jetzt hier mehrere betroffen, bei uns ist es insbesondere eben die S2, wo wir den 10-Minuten-Takt brauchen. Und da setzt man natürlich auch auf eine Entwicklungspartnerschaft mit der Stadt zusammen, weil wenn wir dort jeden Tag hören, dass wir draußen auch Wohnraum schaffen müssen, dann müssen wir umgekehrt da auch eine Hilfe erwarten dürfen, eine Mithilfe, wenn es darum geht, dass wir dann eben die Leute, die bei uns zuziehen, dann auch entsprechend an ihren Arbeitsplatz in München bringen oder umgekehrt. Es ist ja eigentlich auch so, dass die Zahl der Auspendler proportional stärker steigt, also die Zahl derjenigen, die in München wohnen und draußen arbeiten, die Zahl steigt proportional viel stärker als die Zahl der Einpendler. Also letzten Endes hat dann auch der in München wohnt, was davon, wenn die Umlandgemeinden mit ihren attraktiven Unternehmen besser angebunden sind. Das ist ja auch nochmal was ganz Wichtiges, dass wir unsere Unternehmen, die ja zahlreich auch im östlichen Landkreis sind, dass wir die vernünftig anbinden. Und das beste Symptom finde ich immer für die Schwierigkeit im östlichen Umland ist eigentlich die A94. Da sieht man ja jeden Tag in der Früh eigentlich einerseits, wie stark sich unsere Region entwickelt, wie dynamisch sich das entwickelt, aber andererseits, wie wir es halt nicht schaffen, das auch beim Verkehr abzuwickeln. Und da brauchen wir in Ost-West-Richtung auch vernünftige Alternativen, die eben aber nicht nur im Bau neuer Straßen liegen dürfen. Oder vielleicht findet man tatsächlich mal eine Lösung, wo wir gar keine neue Straße brauchen, sondern einfach nur das bestehende Straßennetz so intelligent miteinander verknüpfen und zusätzlich eben dann auf den ÖPNV setzen, dass man das dann mal brauchen. Nicht nur Schiene übrigens, das vielleicht noch als allerletztes von meiner Seite, sondern auch Busverkehr. Da haben wir ja auch verschiedene Initiativen für landkreisübergreifende Busverbindungen. Wir haben zum Beispiel mal Blinding und Kirchheim zusammen einen Bus angeregt, der dann bis zur Messe führen würde. Also einfach möglichst viele Verbindungen, auf denen die Leute dann in die Stadt rein angebunden sind oder aus der Stadt raus oder aber auch zwischen den Gemeinden. Also ich kenne viele, die in Polen wohnen und bei uns arbeiten. Wahrscheinlich gibt es auch welche, die in Kirchheim wohnen und bei euch oder umgekehrt. Es ist ja auch so, dass die Dynamik innerhalb der Landkreise und innerhalb der Gemeinden viel stärker geworden ist als vielleicht noch in der Vergangenheit. Dazu in Ergänzung möchte ich noch sagen, dass vielleicht auch wichtig ist, dass das überörtliche Verkehrsnetz dahingehend wirklich auch ertüchtigt wird, weil das nachgeordnete Verkehrsnetz, das kann ja den Verkehr gar nicht mehr mit aufnehmen, was vom überörtlichen Verkehrsnetz auf die kleinen Gemeinden, auf unser nachgeordnetes Verkehrsnetz runtergeht. Und da ist schon wichtig, dass wir jetzt da auch den Fuß in die Türe bekommen, auch bei der Staatsregierung, dass sie den Brennpunkt da sehen. Weil wir können nicht das große lösen für den Staat. Also da müsste man schon auch auf uns Gemeinden wo Rücksicht nehmen. Okay, ja. Das wurde so ziemlich alles gesagt, was nicht von jedem. Wo mir eigentlich dran liegt, das ist auch, dass man ein Stück weit auch den Schwerlastverkehr im Auge hat mit der Mautsituation. Man versucht das jetzt von den Autobahnen bis zu den Bundesstraßen, aber den es mal intelligent macht, dass die eben nicht diese Schleichwege durch die ganze Peripherie suchen, sondern dass sie die Straßen annehmen, die für sie gedacht sind. Und auf der anderen Seite hat es der Rupert natürlich die Hochsprache, Beispiel FTO, wenn man hier mal in der kompletten vom Bauabschnitt 1 bis 6 über vierspurigen Ausbau denkt, dann glaube ich, ist man realitätsfremd. Und wir brauchen diese überörtlichen Straßen, die
längst schon hätten vor 20 Jahren gebaut worden sein, die jetzt gerade mal vor ein paar Jahren ans Netz richtig gingen, die braucht bei einer eine Leistungsfähigkeit. Und dann, was der Werner gesagt hat, auch der ÖPNV, weil ich keine Schienenanbindung habe, aber ich brauche an der Stelle ein attraktives Angebot, dass unsere Bürgerinnen und Bürger hier ohne Auto zum Arbeitsplatz kommen. Aber wir haben doch jetzt einen guten Anfang mit unserem Bus, ne? Der dann kommen zu der Bus ist gut, der Bus ist gut, aber man. Haben wir schon mal landkreisübergreifend ein bisschen was erreicht? Bloß, dass man das mal weiß, Greening hat ja diese Umgehungsstraße geplant, die letztendlich, sag ich mal, in Feldkirchen, sag ich jetzt mal, mündet. Bei uns begann sie aber, also wir hängen mal genauso an der Schaustraße, und ich merke, wenn du was planst, haben wir 3000 Fahrzeuge mehr. Das ist genau das, was der Franz sagt. Wenn wir alle miteinander was definieren, dann wird da jeder irgendeine Kröte schlucken müssen, aber in der Summe soll es für die Region jetzt nicht sein. Also 3000 ist ein wenig hochgegriffen, das war mein Tipp, ich weiß nicht ganz stimmt, Herr Kollege. Du weißt nicht, aber ich weiß 10 Jahre. Du weißt nicht, also jetzt der Zeit raus. Werner, du hast gerne noch. Also ich denke, die Runde ist jetzt nicht zu früh dran, dass er sich zusammentrifft und da danke ich natürlich deiner Initiative, dass du das mal so angesprochen hast und auch euch, dass ihr euch immer wieder Zeit nehmt, dass wir uns wirklich diesem Problem widmen. Und das heißt für mich ja, dass wir anfangen dürfen, sollen, das bis jetzt noch Unvorstellbare zu entwickeln, zu denken, Sachen, wo man sagt, ach, das geht ja nie. Meinetwegen, das trifft deine Idee vielleicht, Großparkplätze weiter draußen, wo Bürger von ihrem Auto umsteigen können, in ein schnelles Bussystem meinetwegen, wo jeder halt sagt, ich fahre doch mit dem Auto da rein, das ist viel bequemer, da habe ich mehr Zeit dabei. Nein, es wird vielleicht irgendwann nochmal attraktiver, draußen in einen Bus umzusteigen, sein Auto zu bequem zu parken, bevor er stundenlang auf der Autobahn im Stau steht. Also solche Sachen, wo man jetzt noch sagt, nein, das nimmt keiner an, aber das einfach mal langsam zu entwickeln. Ja, wenn Sie Fragen haben von der Presseseite, die noch nicht angesprochen worden sind, haben wir jetzt noch Gelegenheit. Wie geht es denn jetzt weiter? Es war ja die Rede, dass der Planungsverband irgendwie ein Konzept erstellen soll? Also wir haben uns heute verständigt, dass wir drei jetzt, die jetzt an der Stirnseite sitzen, dass wir das operative Geschäft ein bisschen leiten. Wir werden jetzt gemeinsam Formulierungen für unseren Gemeinderat finden, also wie es weitergeht, also nicht das, was in der Zeitung steht, das brauchen wir nicht nur schreiben. Dann werden wir uns mit Verkehrsplanern zusammensetzen, Angebote machen lassen. Dann haben wir vor, die Landräte, die Landkreise mit einzubeziehen, erstmal schriftlich, mit ihren Berichten vielleicht auch und Terminen, um unser Ziel, unsere Idee entsprechend zu veröffentlichen und zu kommunizieren. Dann durch die Gespräche mit den Straßenbauämtern, die wir ja auch schon hatten, denke ich, werden wir auch entsprechend inhaltlich das weiter betreiben. Wir haben Vorschläge bekommen über Versuchs- oder Pilotprojekte, die TU, LMU mit einzubinden. Flughafen, Messe, das glaube ich ist ein wichtiger Thema, also Gespräche führen, kommunizieren und letztendlich das Ganze in einen Auftrag münden zu lassen, wenn alles formuliert ist, um dann tatsächlich ein Papier zu bekommen, das dann sicher noch viel Diskussion und Gesprächsstoff in sich hat. Aber das Wichtigste ist dabei, dass wir versuchen, ohne Vorbehalte reingehen und nicht von Anfang an sagen, bitte, aber bei mir keine Straße dafür, das, sondern objektive Betrachtung der Gesamtsituation. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal den Gutachtern gegenüber sagen müssen, wie sich unsere Gemeinden entwickeln. Das haben wir ja beim letzten Mal schon mal kurz gemacht. Wo entstehen Wohngebiete, Gewerbegebiete, wo entstehen entsprechende dann Verkehrsprobleme? Das werden wir sicher noch zusammenfassen müssen, um die Gutachter dann auch die Möglichkeit zu geben, was die Entwicklung betrifft. Und halt, wie du eingeleitet hast, ja, wir wissen, dass der Landkreis Ebersberg massiv wächst und da ist der Landkreis München und Erding in dem nördlichen Bereich auf alle Fälle dabei. Wie schaut es denn mit der Finanzierung von dem Projekt aus? Ja, wir werden natürlich auch diese Frage mit dem Gemeinderat diskutieren, was jetzt mal die Begutachtung betrifft. Ich gehe davon aus, dass wir das dann über Einwohnerschlüssel oder wie auch immer regeln werden, dass das ein gemeinsamer Auftrag wird und eine gemeinsame Bezahlung. Aber dazu brauchen wir jetzt erst Angebote. Wir haben erst entlastet wird. Also, das wär auch ein guter Ansatz. Der Ansatz war schon der, so wie wir es am Anfang gesagt haben, über die Einwohnerzahl, das wird wohl
der vernünftige Schlüssel zu sein, ohne die Vorbehalte, wie ich auch eingangs gesagt habe. Wenn wir dann die Beschlüsse, die einheitlich gefasst werden müssen, im Grunde genommen in unseren Gemeinderäten, wird das so umlegen. Andere Möglichkeiten. Die 3000, die kommen dann bei euch mit. Da ziehe ich aber vorher das Gewerbegebiet Neufinsing ab. Also jetzt sind wir bei den Vorbehalten, die wir alle nicht haben. Deswegen sitzen wir ja so beieinander und das ist schon mal schon gut so. Also das wäre so, das wäre jetzt gerade ein Zehnerschlüssel, das wäre so, wenn wir so gemeinsam machen. Ein Zehnerschlüssel. Ein Zehnerschlüssel, ja genau. Das ist gut sein. Okay, soweit? Danke, dann gerne. Ja, ja, wissen wir. Hier ist noch eine Frage. Würden Sie noch jemanden dazu aufnehmen? Natürlich, also, wir, also alles, was vernünftig ist, ist natürlich dann entsprechend auch eingeladen, dass es sich beteiligt. Nur das ist jetzt mal der erste Schritt, das ist der Start. Die Hauptbetroffenen. Und dann sind wir sicher offener, wenn wir feststellen, dass da Verknüpfungen, Schnittpunkte da sind, dann werden wir auch mit den Kolleginnen und Kollegen dann sprechen, wenn das soweit ist. Ja, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass er ein günstiger wird, aber du hast es. Aber nochmal von meiner Seite, ich finde es ganz toll, dass 3 Landkreise, 10 Kommunen sich dem Thema annehmen und das Ganze auch mit dieser Offenheit, das finde ich wirklich gut. Und ich muss auch nochmal sagen, das sollte auch uns immer leiten, weil das erwarten eigentlich unsere Bürgerinnen und Bürger, weil es doch immer eigentlich so ist. Die Bürger gehen doch sowieso dorthin, wo sie glauben, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Ob das jetzt der Arzt in Plining ist oder die S-Bahn in Poing oder so, die machen keine Unterschiede, was die Landkreise und was die Gemeindegrenzen betrifft. Natürlich müssen sie ins Rathaus noch mal schwaben, wenn sie sich anmelden. Aber ansonsten lassen sich doch die Bürger nicht vorschreiben, im Prinzip, wie sie leben. Und deshalb müssen wir auch aus dieser Schiene raus. Aber bin ja guter Dinge, dass wir das können und mitunter, ja, aus unserem Kirchturm hinten raus, deswegen haben wir ja das so gemacht, wie es jetzt ist, und das ist gut so. Vielleicht, Vater Stetten hat eigentlich da noch einen Schub gekriegt mit der Ansiedlung autonomes Fahren von Haar. Ja. In 2000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man Haar mit dazu nimmt. Wir können halt einfach in einem großen Verbund der Gemeinden dann solche Ansiedlungen. Jetzt kommt ja das Patentamt auch nach Haar, eine sehr schöne Einrichtung wahrscheinlich. Aber wenn man da ein bisschen weiter vorausdenkt, ist mir ganz wichtig. Jetzt habe ich diesbezüglich gerade noch eine Frage. Es gibt ja um Haar rum, sprich Grasbrunnen, Putzbrunnen und Höhlenkirchen, die haben ja schon so eine ähnliche Struktur wie hier, dass die sich zwar noch nicht auf Bürgermeisterebene, aber doch auf Parteiebene treffen und über den Verkehr diskutieren. Wie sind denn da die Schnittstellen? Können da Schnittstellen entstehen? Also wir stimmen das sicherlich mit denen dann ab. Auch wenn dort bestehende Planungen schon vorliegen, dann werden wir das sicher abstimmen. Aber im ersten Schritt macht es jetzt schon Sinn, denke ich auch, dass wir uns einmal fokussieren auf einen bestimmten Raum. Also jetzt in dem Fall das östliche Münchner Umland. Also das ist ja dann praktisch der nordwestliche Landkreis Ebersberg, nordwestliche Landkreis Lauding und halt der östliche Landkreis München. Und dann würde das wahrscheinlich auch zu weit in den Süden schon wieder reingehen, wenn wir das jetzt komplett übereinander legen. Aber wir stimmen uns da auf jeden Fall ab, weil es macht ja keinen Sinn, wenn wir was haben, was dann da wieder nicht dazu passt. Und so gibt es wahrscheinlich auch Initiativen in Ebersberg und Erding, mit denen wir das dann auch koordinieren würden, denke ich. Und es ist halt nördlich der B304 und entlang der Autobahn A99 und A94. Das ist eigentlich das Gebiet, das wir genau betrachten müssen. Soweit? Ja. Das, was mich freut, ist, wir haben Punktladen. Wir haben gesagt, um 15 Uhr sind wir eigentlich soweit fertig. Hat es wieder geklappt. Ja, vielen Dank.